Hallo zusammen und damit ein ganz herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Wizard 101. Wir stehen hier vor Saltanas Spiegelmaske, gegen die wir in der letzten Folge noch gekämpft haben. Sie hat uns herausgefordert und wir haben es irgendwie noch hingekriegt. Dementsprechend müssen wir jetzt gleich hier durch dieses komische Tor kommen und dann können wir die Bastei betreten. Ich freue mich schon und danach sage ich mal ein bisschen was zu dieser gottverdammten Hitze. Es regt mich so dermaßen auf. Ich wollte auch schon die letzten Tage aufnehmen, aber ich war so kaputt und oh Gott, es ist grauenvoll. Ich schmelze hier. Es sind locker 30 Grad in diesem Zimmer. Jetzt haben wir Sonntag. Mittlerweile nachts, jetzt ist es einigermaßen erträglich und es wird jetzt auch die nächsten Tage ein bisschen besser und ein bisschen kühler. Und ich bin sowas von froh drum, weil es war einfach nur grauenvoll. Schlimm. Auf jeden Fall reden wir jetzt erstmal hier mit Saltanas Spiegelmaske. Du kämpfst gut, auch wenn du zu Sanftmut und Gnade neigst. Das könnte eines Tages dein Untergang sein. Merke dir meine Worte. Dein Kampfstil ist eigenartig, aber effektiv. Nun bleibt zu klären, wo wir in der Legion der Finsternis einen Platz für dich finden. Ist ja irgendwie immer ein bisschen lustig, wenn Leute Kampfstil sagen. Also das... Für mich heißt es Kampfstil. Klingt auch nicht so bescheuert. Egal. Der uralte arkane Koloss in Bastei könnte uns einen Hinweis geben. Ich erlaube dir daher, durch die Schattenbarriere zu schreiten. Jawohl. Nach dem arkanen Koloss und meditiere vor ihm. Oh cool, wir haben sogar ein Level abbekommen. Damit sind wir jetzt auf Level 91. Ich war ja jetzt schon länger nicht mehr online im Spiel, deswegen gucken wir mal ganz kurz, ob jetzt hier irgendwas Neues ist. Wir haben die Glücksrolle, das ist immer noch so wie gehabt. Sturmdekathlon, allerdings nur noch einen Tag, alles klar. Dann werfen wir mal einen kurzen Blick in den Kronenladen und hier ist irgendwas Besonderes drin? Nö. Nichts, was mir jetzt hier ins Auge springt. Sonnenlicht? Was ist das denn? Ach, das ist ja interessant. Tulpe Lumi. Was ist das denn? Interessant. Es gibt ein paar neue Haustiere für 10.000 Kronen. Halleluja. Das ist meine Zahl. Ja, interessant auf jeden Fall. Und ein Osterküken, warum auch immer. So, der arkane Koloss befindet sich hier. Das Einzige, was mich ein bisschen stört an diesem großen Wyvern, ist, dass der so riesig ist. Alter Falter, da siehst du ja die Hand vor Augen nicht. Du meditierst am arkanen Koloss, wie dir geheißen wurde. Zunächst scheint nichts zu passieren, doch plötzlich... Der arkane Koloss füllt sich mit Mana. Die gewaltige magische Energie formt eine vibrierende, leuchtende Kugel. Zauberer, du hast einen Teil jener Magie befreit, die tief im Innern dieser Festung gefangen war. Die Magie hat Morgantes Schattenbarriere geschwächt. Der Rat des Lichts wird dir hin und wieder helfen können. Nun aber erkunde weiter Chrysalis. Ja, wir haben hier schöne Unterstützung von diesen Astralprojektionen unserer Verbündeten, die hier noch rumgurren, sag ich mal. Ich gehe mal nicht zu Saltanas Spiegelmaske, denn ich möchte was nachgucken. Wenn mich nicht alles täuscht, ich weiß nicht, ob das jetzt schon geht, dann müsste es hier oben so eine... Allan Geisterstaub, genau der Typ nämlich. Da können wir aber aktuell noch nicht hin. Okay, der wird nämlich jetzt irgendwann demnächst mal den vierten Trank für uns haben. Und den wollen wir natürlich unbedingt mitnehmen. Aber gut, wenn es noch nicht geht, dann warten wir. Ich glaube, das war sogar eine Quest, die man bei Saltana annehmen musste. Ich habe keine Ahnung, wir werden es ja sehen. Der arkane Koloss hat auf dich reagiert. Dieses Geräusch, was die immer machen. Hast du gesehen, dass dort noch ein zweiter Koloss steht? Vielleicht kann er meinen Pfad erleuchten. Meditiere am rötlichen Koloss und achte genau auf das, was passiert. Okay, jetzt machen wir das gleiche nochmal mit dem anderen Koloss. Du meditierst vor der riesigen Statue, so wie du es am arkanen Koloss getan hast, aber nichts passiert.
Du versuchst noch einmal, deinen Geist zu leeren, um sicher zu gehen. Aber nein, der rötliche Koloss regt sich nicht. Hm, interessant. Achso, übrigens, wir können ja mal uns die Karte von Chrysalis angucken. Die ist ja jetzt halt dann auch relativ interessant. Jetzt haben wir hier zwei Teile von Chrysalis. Und zwar haben wir einmal hier die Bastei, ist ja klar. Dann geht es zu den Mondklippen und zum letzten Hain. Stiller Markt, Purpurschlucht. Und ich glaube, achso, Rakias Festung kommt noch. Und dann ist, glaube ich, Schluss mit Teil 1, wenn mich nicht alles täuscht. Dann kommt der Mondsichelstrand. Alcazar-Ruine, dann gehen wir hier über diesen Ozean irgendwie drüber und kommen hier hinten hin. Irgendwann zum Schattenpalast, wo dann Morgante auf uns wartet. Das wird aber natürlich noch eine Weile dauern. Ach ja, stimmt, der Tartarus. Ach du liebe Güte, wann machen wir den denn? Ich bin so planlos gerade. Egal, gucke ich dann nachher mal, wann ich dafür Zeit finde, dass wir den mal eventuell machen könnten. Denn so langsam möchte ich ja auch da eine neue Rüstung von haben. Werden wir sehen. Der rötliche Koloss hat überhaupt nicht reagiert? Bist du sicher? Na schön, Zauberwirker. Ich habe eine weitere Aufgabe für dich, die deinen Fähigkeiten eher entspricht. Meine Kriegerschwester Rose Mausjägerin hat vor kurzem einen Spion aufgegriffen. Der Mäuseagent gehört zu den Höhlenbauern, einer Gruppe von Nagern, die uns noch immer Widerstand leistet. Die Höhlenbauer sind schwach und verstreut. Doch sie haben genug Waffen und Krieger, um uns auf die Nerven zu gehen. Der Spion besitzt wertvolle Informationen über ihre Angriffs- und Verteidigungsstrategie. Wenn er redet, könnte die Legion der Finsternis dieses Ärgernis ein für alle Mal aus dem Weg räumen. Begib dich zur Rose Mausjägerin und frage sie, was sie bisher aus dem Spion setze deine schöner Name, Rose Mausjägerin. Diese Angelegenheit zu meiner Zufriedenheit. Eventuell kommt ja gleich nochmal ein kleiner Kampf, dann kann ich mal ein bisschen gucken, ob hier... oder nach Kommentaren. Ich habe zwar natürlich die letzten Tage immer geguckt, wenn Kommentare kamen. Aber ich habe die jetzt nicht mehr so im Kopf. Ah ja, das ist ein Dungeon. Alles klar, da werden wir jetzt bestimmt gleich kämpfen. Haben wir das Bosskartenspiel? Ja. Haben wir. Schön. Okay. Eine von Zaltanas Kreaturen? Weshalb hat sie dich hergeschickt? Wegen des Mäusespions? Kannst du mit deinen erbärmlichen Menschenaugen nicht erkennen, dass ich ihn längst festgesetzt habe? Ich kann dir sogar verraten, dass sein Name Divim Weißhirsch ist. Mehr aber erfährst du nicht von mir, Grünblut. Ich werde meine Leute niemals verraten. Sei still! Mehr habe ich noch nicht aus ihm herausbekommen. Was ist dein Fachgebiet? Du bist ein Zauberwirker? Und was willst du mit deinen Zaubern hier ausrichten? Keine Ahnung, vielleicht haben wir ja auch irgendein Veritaserum oder so. Vielleicht können wir ja mal Snape anrufen. Du willst mich damit angreifen? Ah ja, Rose Mausjägerin, Mythos, das ist ja mal wieder traumhaft. Nehmen wir einen Drache raus und natürlich einen Täuschen, das brauchen wir jetzt nicht mehr so oft. Und die geschärfte Klinge können wir auch einmal wieder rausnehmen. Jetzt haben wir wieder das Deck so, wie wir es theoretisch bräuchten. Die Zuflucht ist noch drin und dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Kampf rein. Müsste ja noch alles ganz gut funktionieren hier. Mythos ist zwar nervig, aber sie hat auch nur 18.000 Leben. Das können wir auf jeden Fall stemmen. Ich fange mal mit der Zuflucht an. Und öffne nebenbei auf meinem Handy mal kurz hier die Kommentare. Weil ich die gerade nicht mehr so auf dem Schirm habe. So, es hatte jemand was geschrieben zu dem Part, wo wir damals diesen... Damals, das wäre das schon so ewig her... diesen Gehilfen besiegt hatten, also hier diesen Kampf hatten auf Azteca oder in Azteca, wo dieser Sturmgehilfe war. Zermürben kostet 3 Pips und hat 100% Treffsicherheit und man muss eigentlich immer den Gehilfen zuerst wegmachen. Ja, ist klar, bei solchen Gegnern ist es nicht zu vermeiden, dass du zuerst den Gehilfen wegmachst. Ich bin ja normalerweise immer ein großer Fan davon, wenn ich einen Angriff machen kann und dann hat sich das Ganze gegessen. Aber das geht leider nicht immer.
So, das sieht auch ganz gut aus erstmal hier. Das Haus hier liegt ordentlich vor. Sehe ich gerne, immer weiter so. Und ein paar Leute wollten mir helfen, oh Gott. Muss ich mal noch drauf antworten. Dann kann ich natürlich gerne noch die Person der Freundesliste hinzufügen. Also das ist absolut kein Problem. Wenn ihr eventuell auf die Freundesliste möchtet, dann schreibt mich an. Und wenn ich just gerade Zeit habe, dann kann man sich ja mal irgendwo in der Stadtmitte oder so treffen. Wenn ich nicht gerade hier in der Sauna sitze und gefühlt mich über die Hitze beklage. Es war so grauenvoll. Das Problem ist, es ist ja noch lange nicht vorbei. Jetzt nächste Woche wird es ein bisschen besser. Mit den Temperaturen. Uiuiuiuiuiui. Da kommt schon das Erdbeben. Glücklicherweise haben wir jetzt noch keine Klingen drauf. Aber das könnte natürlich noch zum Problem werden. Wie viel Leben hat der 4000. Ist jetzt auch nicht gerade wenig. Also da werden wir mit der Sonnenschlange erstmal nur die Rose-Mausjägerin besiegen können. Aber ist auch nicht so schlimm. Dann hauen wir die erstmal weg und machen den Gehilfen danach. Oder wir treffen kritisch. Kann auch sein. Ja, es wird nächste Woche zwar ein bisschen besser, aber danach werden die Temperaturen bestimmt wieder hochgehen. Und ich habe voll keinen Bock. Es ist so schlimm. So, da haben wir schon das zweite Täuschen. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen, bevor die jetzt wieder mit ihrem Erdbeben draufhaut. Aber da müssen wir jetzt einfach mal hoffen, dass sie uns hier in Ruhe lässt. Sehr optimistisch, ich weiß, aber bringt ja nichts. Okay, sie macht nur einen Minotaurus. Das ist absolut im grünen Bereich, auch wenn der kritisch ist. Hilfe. Oh, der könnte aber reinhauen. Eieiei, 800. Okay, kein Problem. Wir kriegen nochmal Heilung vom Haustier. Schön, dass es heute so aktiv ist. Boah, wie krass der Nebel hier ist in Chrysalis allgemein. Das war schon in diesem Turm so, wo wir vorher drin waren. Da siehst du gefühlt die Hand vor Augen nicht mehr. Ich finde es sehr erfrischend, jetzt mal hier eine andere Kampfmusik zu haben. Wenn du die ganze Zeit in der gleichen Welt verbringst, irgendwann blendest du die vollkommen aus. Aber ist mal wieder schön, hier ein bisschen Abwechslung zu haben. Jetzt haben wir natürlich keine geschärfte Klinge, das ist ein bisschen doof. Dann, ja, müssen wir warten. Ich persönlich mag die Kampfmusik aus dem zweiten Teil von Chrysalis persönlich noch ein bisschen mehr. Habe ich jetzt gerade zweimal persönlich gesagt? Ich glaube schon. Es ist schon spät, Leute. Nehmt es mir nicht übel. Aber gefällt mir auf jeden Fall. Das ist jetzt ein bisschen bescheuert, weil wir dadurch jetzt nicht mehr heilen können. Der macht uns zwei Abweiser drauf. Ja. Eventuell ist das Haustier ja aber auch so schlau und setzt jetzt die heilende Strömung ein. Das wäre optimal. Aber kann man das erwarten? Ich weiß es nicht. Oh, sehr schön. Verteidigungsaura, perfekt. Es macht sich langsam, das Haustier. Es macht sich echt langsam. Jetzt wird es wieder gefährlich, weil das Ding schon wieder genug Pips hat, um uns abzunerven. Ich greife tatsächlich jetzt an. Ich habe ein bisschen Angst, dass die uns jetzt hier wieder wegflashen will. Deswegen, ups. Mach ich mal den Feuerdrache. Hat ja eine Steigerung, zumindest der Gehilfe. Ja, das sieht ganz gut aus. Und sie kriegt ja auch ein bisschen Schaden. 8000. Kann sich sehen lassen. Das Risiko war mir jetzt aber zu hoch, dass die jetzt hier ein Erdbeben macht. Und, hatte ich recht? Nein, hatte ich nicht. Toll.
Hätte ich also theoretisch auch warten können, aber man kann es ja nicht vorher wissen. Ja, was sagt denn mein Terminkalender? Hätte ich denn demnächst mal Zeit für einen Livestream, wo wir eventuell den Tartarus machen könnten? Das wäre ja wünschenswert. Also prinzipiell, ne? Muss natürlich dann nochmal genauer nachgucken, aber sobald ich da... Oh, das könnte aber eng werden hier. Wobei 9000 müssen wir schon irgendwie hinkriegen. Oder ich fliehe kurz aus dem Kampf und mache dann hier nochmal... Ne? Und gehe nochmal rein. Ich weiß halt nicht, ob wir die jetzt besiegen können. Wobei, sie kriegt ja noch ein bisschen Schaden. Kritisch. Sehr, sehr kritisch. Ist jetzt die Frage, ne? 1000. Nee, ich gehe aus dem Kampf raus und komme nochmal neu rein. Dass ich auch ständig denselben Fehler mache und dieses gottverdammte Neumischen wieder wegschmeiße. Wozu packe ich es mir eigentlich ins Stack rein, wenn ich es sowieso mal... What the fuck? Na, herzlichen Glückwunsch. Toll, hat mal überhaupt nichts gebracht. Der Gehilfe ist einfach wieder respawned. Schön. Ich weiß zwar nicht warum, normalerweise müsste der weg sein, wenn ich den einmal töte, aber... Hat's der wohl nicht so viel von gehalten. Ja, dann ist das so. Dann machen wir aber jetzt mal Folgendes. Wir sparen uns das Täuschen mal auf und setzen es jetzt noch nicht ein. Sondern erst dann, wenn wir es brauchen. Also nachdem der Gehilfe weg ist. So. Ich muss morgen zum Zahnarzt. Unwetterwarnung. Gewitter mit Orkanböen. Heftiger Starkregen. Habe ich absolut nichts gegen aktuell. Prinzipiell so in 2 Wochen könnte man einen Livestream machen. Das geht schon. Werde ich nochmal genauer nachgucken und euch dann informieren, wenn ich mir sicher bin. Und dann machen wir mal einen schönen Stream, wo wir in den Tartarus gehen. Ich hoffe, es findet sich irgendwie ein Team, weil der ist schon auch nicht einfach. Beziehungsweise dauert eine Weile. Aber wenn wir Glück haben, können wir dort gut Rüstung abgreifen. Also wir brauchen jetzt nicht verdammt viel Rüstung. Oder wir müssen jetzt auch nicht aus dem Tartarus die ganze Rüstung mitnehmen, die es dort irgendwie zu holen gibt. Aber zumindest, dass wir ein bisschen was haben für diese Übergangsphase bis Level 100. Das wäre, denke ich, schon ganz gut. Ja, und sobald wir dann Level 100 erreicht haben, geht's richtig ab. Dann können wir nach Düstermoor. Und das wird einer der wenigen Dungeons sein, die ich dann auch wirklich farmen werde. Oder zumindest versuchen werde. Wenn ich Teams dafür finde, weil... Ja, die Rüstung ist... traumhaft. Ganz im Gegenteil zu dieser Meduse hier. Was will die jetzt? Na klasse. 2 Runden betäubt. Eine Rüstung mit Betäubungsresistenz. Das wär's doch mal. Oh, schön. Also ich muss heute echt mal ein Lob an das Haustier aussprechen. Das macht hier einen richtig guten Job. Bin ich so gar nicht gewohnt. Aber ist doch schön mit anzusehen. Ja, jetzt müssen wir leider Gottes erstmal warten. Das ist ein bisschen blöd. Aber mit 3 Klingen reicht das ja für den Gehilfen schon aus. Das haben wir ja vorhin gesehen. Das heißt, wir machen jetzt die letzte Klinge noch gleich drauf. Sobald wir können natürlich. Die haben wir noch nicht, ne? Nee. Und dann werden wir in der nächsten Runde jetzt den Gehilfen schon mal abfackeln. Und dann machen wir neu mischen, haben wir noch auf der Hand, packen die Täuschen drauf und dann kommt unsere wunderschöne Sonnenschlange. Eventuell mache ich nochmal einen kleinen Wechsel im Deck. Die Sonnenschlange war ganz nett in Azteca, weil man da auch dann die Gehilfen mit wegmachen konnte.
Aber hier in Chrysalis haben die Gehilfen teilweise so viele Leben, dass die Sonnenschlange nicht mehr ausreicht. Dann werde ich wahrscheinlich die mit dem Ifrit ersetzen. Weil wir da nochmal 2 Pips weniger brauchen. Das heißt, wir machen dann den Feuerdrache rein und den Ifrit. Hauen die Gehilfen weg und dann den Boss. So wird es wahrscheinlich jetzt immer ablaufen, weil die Leben steigen so rapide auch von den Gehilfen an. Da sieht die Sonnenschlange alt aus gegen. So, da ist Neumischen schon mal. Wunderschön. Täuschen dürfen wir noch nicht drauf machen, weil dann kommt hier der Rundenschaden. Dann einfach mal passen. Gehilfe müsste ja jetzt sterben. Genau. Und wir haben noch volle Leben. Also alles im grünen Bereich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, der Ortus. Der sieht ja auch sehr bedrohlich aus mit diesem Nebel, der hier ist. Wobei ich den schon ein bisschen übertrieben finde, diesen Nebel. Mein Gott. Geht ja voll ab, das Vieh. Das war noch nicht mal die Maximalheilung, dann trotzdem schon 900 weggeheilt. Mega. Alles klar. Eine Runde müssen wir noch warten, dann können wir neue Mission machen. Ich habe halt so dermaßen Angst vor diesem gottverdammten Erdbeben. Das ist grauenvoll. Mitglied des Rats des Lichts. Schöner Titel, ich mag den. Jetzt können wir das Täuschen draufpacken. Wo haben wir noch ein... Habe ich noch ein Eis irgendwo da oder sowas? Falls ja, werde ich dann gleich mal mir irgendwo eins holen. Irgendwo. Vorzugsweise aus dem Tiefkühlfach. Das wäre jetzt echt ein Segen. Es ist zwar draußen jetzt gar nicht mal so warm noch, oder das Fenster ist auch permanent offen. Aber dadurch, dass dieser PC hier drin steht, heizt sich dieses Zimmer trotzdem so dermaßen auf, dass es zum Schmelzen ist. Wehe, du machst ein Erdbeben. Okay. Ist irgendwer online eigentlich? Nö. Hätte mich auch gewundert. So. Ja. Das kann eigentlich weg. Ich behalte mir bloß mal die Elfe, falls die jetzt hier irgendwelche krassen Angriffe macht. Okay. Es sieht ganz gut aus. Die Minotaurus macht sie gerne mal kritisch. 700. Och, passt schon. Solange sie schön ihre Pips verschwendet. Och, apropos Pips, wir kriegen schon wieder bloß Müll hier. Wir haben die normale Elementarklinge, dann machen wir hier die verstärkte noch drauf. Sie hat ja auch schon ein bisschen Schaden durch den Feuerdrache bekommen. Dadurch müssen wir jetzt nicht mehr so krass viel abziehen. Also eigentlich müsste es sogar jetzt schon reichen. Und da wäre halt der Ifrit von Vorteil. Deswegen tausche ich das dann nach dem Kampf direkt mal aus. Ist ja unnötig, wenn wir hier noch auf 2 Pips mehr warten müssen. Jo. So, 6 Stück haben wir jetzt. Fehlen noch 4.
kriegen nur normale Pips. Das ist zum Reiern. Ich sag's euch, das Spiel drückt uns jetzt kurz vorher noch ein Erdbeben rein. Nächste Runde könnten wir angreifen. Nur mal fürs Protokoll. Sie hätte genug Pips. Sie macht's aber nicht, okay. Dann hat sie jetzt verspielt. Schön. Du rettest mich? Sobald ich Zaltana erzähle, was du getan hast, wird ich der geballte Zorn der Liebe. Zauberwirker, befreie mich. Dann können wir die Mantis an meiner Stadt hier einsperren. Warum steht die eigentlich so bereitwillig jetzt hier rum? Egal. Machen wir erstmal hier die Sonnenschlange raus und packen dafür unseren guten alten Freund, den Ifrit, rein. Jawohl. Oh. Wir treffen uns unten vor dem Turm. Alles klar, Divin Weiß Hirsch haben wir schon mal den ersten Verbündeten hier in Chrysalis gemacht. Zumindest hoffe ich das mal. Und dann, Leute, würde ich sagen, werden wir in der nächsten Folge erst mit ihm reden. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge an der Stelle wieder. Bis dahin.